Ja, guten Tag Leute, ich bin hier von der Motorradmesse in Dortmund. Ich stehe hier am Yamaha-Stand mit dem Jörg und wir haben hier die Yamaha R6 vor uns. YZF R6. Ja, die R6 ist eigentlich immer noch, obwohl sie schon einige Jahre auf dem Markt ist, immer noch die Benchmark in der Supersportklasse. Es gibt keine Serien 600er, die so viel Rennsporttechnik im Motor, in der Elektronik, im ganzen Motorrad, im Fahrwerk in sich vereint. Und die R6 ist nach wie vor das Motorrad, was wir auf unserem Yamaha R6 Cup einsetzen. Mhm. In der Rennszene, in der Supersport 600-Klasse, in der EDM, überall eingesetzt mit sehr, sehr wenig Veränderungen. Das heißt, dieses Motorrad ist eigentlich ready to race, so wie es hier steht. Es werden sich wahrscheinlich einige fragen, das ist ja kein A2-Bike, wie soll man das denn fahren? Und da gibt es eine Möglichkeit, aber die ist nicht ganz legal. Und da könnte uns der Jörg auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Man kann dieses Motorrad natürlich drosseln. Ja. Das heißt, auf 35 kW ist es drosselbar. Original hat dieses Motorrad 123 PS. Es gibt allerdings noch ein richtiges Problem. Weil der Gesetzgeber sagt eigentlich, dass ich eine Drossel nur um maximal 50% der Originalleistung einsetzen darf. In Deutschland wird das akzeptiert. Also auch wenn ich diese R6 nehme mit 123 PS auf 48 PS, sprich 35 kW runterdrossel, das ist technisch möglich, überhaupt kein Problem. Aber jedem sollte klar sein, dass wenn er beispielsweise nach Italien damit fährt, er unter Umständen Probleme kriegen kann. Also wenn ihr sagt, ihr wollt das Bike unbedingt haben und ihr fahrt nur in Deutschland damit, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber wenn ihr sagt, ich will damit auch reisen, dann eher nicht. Aber trotzdem sehr, sehr geiles Bike. So. Ja, jetzt schaut euch das Bike nochmal im Detail an und wir melden uns später nochmal von hier. Hi Leute, wir sind hier immer noch auf der Motorradmesse in Dortmund und wir sind jetzt hier auf dem Stand von Honda und neben mir steht die Honda CB500F. Ich habe sie ja auch schon in Spanien Probe gefahren, in Sevilla, konnte da so ein bisschen meinen eigenen Eindruck R500R. Und was macht dieses Motorrad aus? Ja, ich sag mal, was die Zielgruppe natürlich betrifft, haben wir bei der CB500F natürlich ein Naked Bike.